Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Das kann sich niemand lassen. Ich dachte, ich hätte verstanden. Sie haben das Virus geschickt, um mich zu befreien? Von Sam? Nicht nur ich, unsere Bewegung. Wie konnten Sie nicht leiden lassen mit diesem Ding in Ihrem Gehirn? Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass Ihr Virus gescheitert ist. Wenn Sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen Sie vielleicht Ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Sie haben mir einen Platz auf der Versetzungsliste für einen Außenposten angeboten. Aber ich habe abgelehnt. Was? Wieso denn? Deswegen sind Sie doch überhaupt hergekommen. Die Unterbrechung der Verbindung kam sehr plötzlich. Ich bin dankbar, aber ein wenig benebelt. Das geht vorbei. Sehen Sie, genau das will unsere Bewegung beenden. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage Sie. Vielleicht führt sie Sie sogar durch unsere Zuflucht. Großartig. Danke. Ich kann nichts versprechen. Aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen und eine Anführerin namens Knight haben. Hallo. Sie und Ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Hallo. Wussten Sie, dass die Geth im Morgenkrieg Milliarden von Quarianern ermordet haben? Die Hannibal-Pauki auf dem Erdmond hat Dutzende Eliten. Soldaten getötet. Stellen Sie sich vor, was Sie mit Ihrer Familie machen. Nachricht ist keine Taufe. Sie sollen uns führen. Im Moment scheint alles ruhig zu sein. Sie sollen uns anführen. Hör mal, Jonesy. Ich weiß. Ich habe mir den Job auch anders vorgestellt. Sie sollen uns anführen oder sie sollen verschwinden. Hey, Pathfinder. Sie sind bei der Miliz, oder? Was geht da drinnen vor? Eine Meute ist in die Hydrokulturen eingedrungen und weigert sich, sie wieder zu verlassen. Sie stören den Betrieb und das könnte übel ausgehen. Sie sollen uns hören. Können Sie vielleicht mit ihnen reden? Sie sollen uns anführen oder sie sollen verschwinden. Unsere Nexus! Unser Leben! Befreit unsere Familien! Hey, was geht hier vor? Das ist eure neue Galaxie. Blumi, reden über den Neuanfang, während eure Kinder eingefroren bleiben. Und das verdankt ihr alles eurem Pathfinder. Wie bitte? Wir warten seit Monaten darauf, dass unsere Familien aus der Stase geholt werden. Sie waren für ihren Außenposten vorgesehen. Und weil ihr die Forschung für so wichtig haltet, wandert das Militär auf der Liste nach unten. Wie meine Clanbrüder. Durch die ganzen Unbelegungen sind sie jetzt in 10 verschiedenen Kolonieblöcken. Und meine Mutter steckt mittendrin. Wir hatten nur Ressourcen für einen Außenposten, also habe ich mich darauf konzentriert, was wir am dringendsten brauchen. Und wir brauchen unsere Familien. Vielleicht könnten Sie die Sache ja klären. Ich will einfach nur, dass meine Mutter aus der Stase kommt. Wir alle wollen nur unsere Familien wieder haben. Sie veranlassen doch Stase-Aufhebungen. Sie können unseren Anführern sagen, dass sie diese Kapseln öffnen werden. Noch heute! Ich hole ganze Kolonieblöcke oder einige wenige Sonderfälle aus der Stase. Aber ich kann nicht einfach willkürlich Dutzende Leute wecken lassen. Uns ist egal, wer den Knopf drückt. Wenn Sie es nicht können, können es unsere Anführer. Und wenn Sie es ihnen sagen, werden Sie es auch tun. Das ist ein großes Thema. Größer als meine Entscheidungskompetenz.
Quatsch! Sie sind jetzt ihr Held. Sie werden alles tun, was Sie sagen. Wir haben uns schon an Edison gewandt, aber das Miststück hat uns eiskalt ignoriert. Fangen Sie mit Kandros an. Er hat diese 10 Soldaten rübergeschickt. Vielleicht nimmt er uns ernst. Clans vor Kumpels. Sie sollen uns hören. Sie sollen es wissen. Sie sollen uns anhören. Hast du was gehört? Oder sie sollen... Nein, es gibt keine neuen Befehle. Das habe ich... Hallo. Das habe ich... Die fehlen. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo. Brauchen Sie Hilfe?
Folge der jüngsten Unruhen wird die Sicherheit in sämtlichen Sektoren der Nexus verschärft. Direktor Tan betont, dies geschehe, Zitat, zu ihrer eigenen Sicherheit. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Die Sonnenlichtlampen in einigen Quartieren der Nexus werden in Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch ihren Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Es tut mir leid. So langsam kommen Sie mit den Waffen. Freut mich, Sie endlich zu sehen. Sie sollen da draußen ganz schön beschäftigt gewesen sein. So könnte man es ausdrücken. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Ich muss mit Ihnen über die Stase-Aufhebung und die Demonstranten in den Hydrokulturen reden. Verstehe. Vielleicht sollte ich dafür die anderen holen. Demonstranten haben die Hydrokulturen besetzt? Sie wollen, dass ihre Familien aus der Stase geholt werden. Der Außenposten auf Eos hat den Ablaufplan unterbrochen. Und jetzt sind Dutzende Leute auf unterschiedliche Kolonieblöcke verteilt. Die Demonstranten wollen dieses Problem noch heute gelöst sehen. Wissen Sie, in unserer Position... Wir können diese Familien nicht aufwecken. Wir haben nicht die Ressourcen dafür und wüssten auch gar nicht, wohin mit ihnen. Ja, wir fangen gerade erst an, uns zurechtzufinden. Außerdem würde es den Ablaufplan erneut durcheinander bringen. Was schlagen Sie vor? Wir lassen die Familien in der Stase, wo sie sicher sind, und vertreiben die Demonstranten aus den Hydrokulturen. Sie mögen ja einsichtig wirken, aber das galt auch für die Exilanten. Eine Revolte war genug. Unser Überleben ist wichtiger als Familienzusammenführungen. Diese Leute sind nicht unsere Feinde. Wir haben diese lange Reise nicht auf uns genommen, um Familien auseinanderzureißen. Wir lösen das Problem mit der Ressourcenknappheit schon irgendwie. Ihr Mitgefühl ist bewundernswert, aber... Dann werden wir wohl alle den Gürtel enger schnallen müssen. Sie können einen Stase-Override-Befehl von der Kommandozentrale aus erteilen. Hoffentlich ist der Rest dann auch so einfach. Ihre Bitte um Nachschub ist eingegangen. Wir haben Munitionsknappheit. Konzentrieren Sie sich auf den Nahkampf. Achtung! Aus den Hydrokulturen wird ziviler Ungehorsam gemeldet. Die Sicherheitskräfte untersuchen den Vorfall bereits. Ihre Bitte um Nachschub ist eingegangen. Medikamente, Post und Verpflegung sind unterwegs. Ein gebrochener Arm lügt nicht. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Sie ist gestürzt. Den Ärzten zufolge ist dieser Bruch ein Paradebeispiel für einen heftigen biotischen Angriff. Dann lügen Sie eben auch. Sie ist nämlich gestürzt. Sind Sie 2 Millionen Lichtjahre gereist, um ein gewalttätiges Arschloch zu sein? Zeigen Sie Rückgrat und geben Sie zu, dass... Ich habe gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Ein feindlicher Schuss in den Rücken hat den Chief getötet. Ihr Schuss ging daneben. Was? Sie scherzen. Den Geistern sei Dank. Das ist großartig. Moment. Das Universalwerkzeug des Chiefs hat Sie über die Leiche gebeugt aufgenommen. Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Scheiße.
Sie dachten nicht nur, sie hätten ihn getötet. Sie hatten es auch vor. Aber Sie haben gerade gesagt, dass ich es nicht war. Damit ist es doch egal, oder? Das Urteil muss widerrufen werden. Die Strafe aufgehoben. Ich werde zu Tan gehen und ich habe vielleicht eine andere Meinung. Sie haben versucht, alles zu vertuschen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Okay, sende jetzt den Override-Befehl. Die Stase-Kapseln müssten jetzt entsperrt werden. Sie machen das wirklich? Ich war bei dem Protest in den Hydrokulturen dabei. Ich dachte, wir bekämen lediglich weitere Ausreden. Aber wir haben bereits ein Jahr mit dem Warten auf unsere Familien verloren. Ich bin froh, dass es jetzt soweit ist. Es wird eine Weile Einschränkungen geben, weil wir die Neuankömmlinge ernähren müssen. Aber Sie sind da draußen. Wir schaffen das schon irgendwie. Meine Mom hatte Angst, dass etwas schief geht und sie in der Stase die ganze Zeit wach ist. Ist sie zwar nicht, so funktioniert das nicht, aber ich will, dass sie rauskommt, damit ich es weiß. Override abgeschlossen. Stase-Aufhebung ausgelöst für Jasper K. Griffith G. Pirkwist A. Emerchi P. Kozlov S. Da, das ist sie. Das hatte einen Preis. Ich hoffe, Sie wissen zu schätzen, was Sie bekommen haben. Jawohl, danke. Angesichts der neuen Ressourcenverteilung könnte es erforderlich werden, dass das Personal in Stase auf der Hyperion jetzt länger warten muss. Wenn es soweit ist, haben Sie alle ein Zuhause, für das sich das Aufwachen lohnt. Versprochen. An das Apex-Personal. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Aktualisierung. Ja, Pathfinder? Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Sie waren in erlesener Gesellschaft schon bevor Sie zum Pathfinder ernannt wurden. Rider, Pathfinder, Spezialistenkennzeichnung, A04 Malapa. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Achtung! Aus den Hydrokulturen wird
für ziviler Ungehorsam gemeldet. Die Sicherheitskräfte untersuchen den Vorfall bereits. Hallo, Pathfinder. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Wir schicken die Leute an den Ort, den sie uns nennen, weil sie dort gebraucht werden. Wir können keine Rücksicht auf spezielle Vorlieben nehmen. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Haben Sie den Ärger schon vergessen, den derartige Bevorzugungen bereits verursacht haben? Hören Sie, Sie sind der Pathfinder. Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Pathfinder? Ich möchte eine bestimmte Person aus dem... Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf Eos zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Leto, Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Eine verschlüsselte Geheimdienstnachricht. Wir brauchen die Bilder der Panzerungskamera. Pathfinder. Die Sicherheitskräfte untersuchen den Vorfall bereits. Es muss schön sein, all seine Erfolge so vor sich zu sehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen, den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat.
Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Bitte melden Sie sich im öffentlichen Bereich. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Sie sind zurück. Möchten Sie vielleicht jetzt etwas über unser Projekt erfahren? Okay, lassen Sie mal hören. Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, Sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Okay, interviewen Sie mich. Also dann, 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es Ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. An das Apex-Personal. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen. Der Fall Rancis ist also endlich abgeschlossen.
Ich kann gar nicht glauben, dass ich schon über einen Mord berichte. Kolonialverwaltung, bitte informieren Sie Direktor Tan über Ihren Status. Hallo. Apex-Teamleiter, bitte melden. Erledigen Sie das und lassen Sie die Möglichkeit. Apex-Teamleiter, bitte melden. An das Apex-Personal. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen. Apex-Teamleiter, bitte melden. An die Wartungscrews, bitte melden Sie... Wöchentlicher Verletzungsbericht. Minimale Verluste. Es war eine gute Woche. Ihre Bitte um Nachschub ist eingegangen. Wir schicken die Sachen zu Ihrer Position. Der Geheimdienst ist informiert. Versuchen weiterhin, Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wir warten nur noch auf ein paar weitere Hinweise, bevor wir sie auf den Nexus bringen. Das ist nicht. Ich mach's wieder gut, Dash. Verdammt, Dash. Versprochen. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte.
Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Harry, was passiert da mit Sarah? Wir haben sie aus der Kapsel geholt. Ich will Ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat sie, quasi gefunden. Was soll das heißen? Nun, sie ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf ihr Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Ich dachte nicht, dass sowas möglich ist. Ich auch nicht, aber Sam... Naja, ich schätze, Supercomputer sehen die Dinge etwas anders. Obwohl sie im Koma liegt, sind Sarahs mentale Prozesse aktiv. Es geht ihr also gut? Fragen Sie sie selbst. Ich stelle eine Verbindung zu ihrem Implantat her. Bitte. Sarah? Kannst du mich hören? Bist du das, Bruder Hetz? Was ist hier los? Wo bin ich? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Ich glaub schon. Ist das ein Traum? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das ist so schräg. Ich kann dich hören, aber nichts fühlen. Wo ist Dad? Geht's ihm gut? Er ist gerade auf einer Mission. Aber ich weiß, er macht sich Sorgen um dich. Bestimmt. Er hat vermutlich gesagt, sie wird schon wieder und ist dann losgezogen, um irgendeine Alge zu untersuchen. So war es nicht. Wirklich. Und wie oft hat er dich schon angeschrien? Ach, ein paar Mal. Okay, richte ihm aus, er soll aufhören, auf meinem kleinen Bruder rumzuhacken. Und wie ist unser Zuhause, Habitat 7? So schön wie versprochen? Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Verdammt. Aber okay. Dad wird schon eine neue Heimat für uns finden. Na klar. Das wird er. Und ich sollte bei euch sein und euch helfen. Das wirst du. Und du wirst es lieben. Es gibt hier so viel zu entdecken. Sehr gut. Sobald ich wach bin, suchen wir gemeinsam nach einer Heimat. Ganz genau. Und dann? Was ist los? Die Verbindung war nur vorübergehend, aber ihr Zustand ist stabil. Tut mir leid. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Versprochen. Danke, Harry. Waren Sie das ja auch. Aber es wird besser werden.
Das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrer Schwester im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Das ist nur mein blödes Gehirn. Die Ärzte meinten, es sei inoperabel. Ich wäre zu alt dafür. Das tut mir leid. Ich überrasche allerdings, dass man... Ja, das war es. Ich hatte keine Ahnung, dass wir das können. Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen. Und ich dachte, 600 Jahre Flug in eine neue Galaxie wären Science Fiction. Jeder Tag bringt was Neues. Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Es war daher sinnvoll, dass Lexi und ich die Plätze tauschen. Sie ist jünger, also für Asari-Verhältnisse. Die sind ja mit 200 noch Teenager. Und sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Wir werden Sie vermissen, Harry. Schlagen Sie einfach hin und wieder ordentlich Krach, okay? Indirekt lebe ich nämlich durch Sie weiter. Abgemacht. Wie geht es, Sarah? Scheint alles in Ordnung zu sein. Ihre Stimme zu hören war bestimmt eine große Hilfe. Auch wenn Sie die Wahrheit ein wenig verbogen haben. Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Naja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt, ist das wirklich alles? Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt. Mit der Chance, eines Morgens aufzuwachen und Hoffnung zu verspüren statt Arthritis. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Sarah was ändert, melde ich mich. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Weiterhin Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Was für ein Chaos.
Ryder, Liam sucht nach Ihnen.